Hi Antje, bist du mal Quotenfrau gewesen? Hallo Felicia, ja, ich glaube schon. Also als ich meine erste Gastprofessur hatte in Karlsruhe, da war ich noch ziemlich jung, 31 Jahre alt, das war 2001. Da kam ich in ein Kollegium, wo ich mit einer anderen Professorin zusammen die einzigen beiden Frauen waren und der ganze Rest waren ältere bis doch aus meiner Perspektive alte Männer. Einer von diesen Männern nahm mich dann abends auch beiseite beim Italiener, wo alle immer hingingen, und legte so seine Hand auf mein Knie und meinte: Ja, ich war ja immer dagegen, dass Frauen an Kunsthochschulen unterrichten sollen, aber ich habe dann irgendwann eingesehen, die Studentinnen brauchen eben auch jemanden, mit dem sie reden können. So, das war, glaube ich, mein Moment als Quotenfrau. Letztes Jahr hatte ich sozusagen das umgekehrte Erlebnis. Da war ich Teil von einer Kommission und in der Kaffeepause nahm mich auch wiederum ein älterer Kollege beiseite, Professor beiseite, und sagte zu mir: Frau Majewski, Sie sehen ja, wir haben bei uns schon sehr viele Professorinnen und jetzt werden das auch immer mehr Studentinnen und die Studentinnen machen ja alle so furchtbar brave Kunst. Deswegen brauchen wir doch jetzt ganz dringend wieder einen Mann hier, einen Professor. Und da habe ich ihn dann angeguckt und gesagt, aber ich dachte, es geht um Qualität. Und dann ging es zum Glück auch um Qualität und es wurde noch eine weitere Frau berufen. Das war ein wirklich sehr schönes Erlebnis. Also ich glaube, es hat sich doch sehr viel getan, auch durch die Einrichtung von Gleichstellungsbeauftragten, durch eben einfach so ein allgemeines Gefühl, was zunimmt, dass man sich das vielleicht nicht mehr leisten kann, wenn eben 80% von der Posten von Männern besetzt werden. Und ich hoffe, dass es immer weiter auf dem Weg geht und dass wir vielleicht dann auch irgendwann mal, wenn ein Kollegium auf einmal zu 80% aus Frauen besteht, dass man dann halt einfach annimmt, ja, dass war wohl so, weil die Qualität gesiegt hat. Ja, super. Ja, das wäre Ja, wie was. ist das bei dir, Felicia? Warst du irgendwann mal Quotenfrau oder Quotenmigrantin? Danke, ich habe sehr lange drüber nachgedacht und ich werde jetzt auf Englisch meine Antwort geben. I don't think that I have ever been a Quotenfrau or a Quotenmigrantin, simply because I'm not sure that these policies existed in the spheres in which I've done my work and my studies. On the one hand, that's been positive, like in the Caribbean or in the States, the things that I've done there. Where I grew up in the Caribbean, generations before me managed to build a system where you could, based on merit, there were tools in place. Obviously, it's still not fair for everyone. There are tools in place in which you can work up out, in which you can be rewarded based on merit. And the other side of it is in Germany, where I've been living for the past more than 10 years, there have been none of these policies in place. But I've been living in places where I was fortunate enough to be able to help create space for myself, create opportunities for myself. I've had help from like-minded or just imaginative and sustainable thinking people. And I think that's what these quoten are about. And I would support them 100% because if they were to be implemented as in their implementation. Because it's not about taking space away from anyone, it's about creating space. So the space that's been made for me, it's not just for me. I will use it, or I am using it to make space for others. And that's why I would be 100% behind it. I would love to be a Quotenfrau.